Hi Leute, hier ist Mr. Kurab und es ist dann wieder Zeit für die Gamers Week. Themen diese Woche sind das Red Light of Death der PS4, nochmal die Leistungsstärke der nächsten Generation an Konsolen und die aktuelle Situation der Wii U und Nintendo an sich. Entsprechend geht es eigentlich nur um die Next Gen. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal ein paar Updates. Es gab einen ersten Blick auf das Gameplay von Kingdom Hearts 3. Nur 90 Sekunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch nichts irgendwie aus der Story ist oder so, sondern einfach nur ein Test und um uns was zu zeigen. Und ich finde, es sieht klasse aus. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Ein anderes Spiel, auf das ich mich sehr freue, ist Watch Dogs. Nur leider wurde das jetzt auf nächstes Frühjahr verschoben. Das sollte jetzt schon mal rauskommen. Sollte wohl nicht sein. Laut Ubisoft sind das Qualitätsgründe. Man will das Spiel weiter polieren und es soll so gut sein wie irgendwie möglich. Ebenfalls verschoben wird übrigens The Crew, aber da gibt es sowieso noch keine klaren Daten. Es macht allerdings auch das Gerücht die Runde, dass die Verschiebung einfach aus Konkurrenzgründen gemacht wird. Watch Dogs ist nun mal der erste Teil eines ganz neuen Franchises und da gerade erst GTA 5 raus ist und bald das neue Call of Duty und Battlefield rauskommt, wäre die Konkurrenz dann doch ziemlich hart. Es wäre also auch nicht verwunderlich, wenn das Spiel deshalb verschoben wird. Ich finde es schade, dass ich länger auf das Spiel warten muss, aber wenn ich dafür ein besseres Spiel bekomme, habe ich kein Problem damit. Zelda für die Wii U sollte vermutlich schon was gezeigt werden auf der Gamescom oder der Comic-Con. Das immerhin hat Eiji Aonuma gesagt. Jetzt wird es wohl doch noch ein bisschen dauern, bis wir dazu was Neues bekommen oder irgendwelche Infos bekommen. Spätestens auf der E3 2014 soll da endlich was Konkretes kommen. Und zuletzt nochmal zu Pokémon X und Y. Die Händlerkette Game aus Großbritannien ist sauer darüber, dass das Spiel von so vielen anderen Händlern zu früh rausgebracht wurde. Was ironisch ist, Game selber hat das Spiel auch schon am 11. und damit einen Tag zu früh rausgebracht. Verteidigung, sie wurden dazu gezwungen, ist sehr Konkurrenzgeschäft. Hey, Manager von Game, wenn die Manager der anderen Läden über eine Klippe rennen, rennt ihr dann hinterher? Also, wenn ihr selber denselben Scheiß gemacht habt, sagt nicht, wie scheiße es war. Oh, und nebenbei, einige haben es sicherlich mitbekommen, es gibt einen Game-Breaking-Bug in Illumina City. Da sollte man am besten nicht auf der Straße speichern, aber Nintendo arbeitet auch schon an einer Lösung und einem Fix. So, nach all den Updates jetzt mal endlich zu den Themen. Das Red Light of Death der PS4. Es gibt jetzt Gerüchte, dass genau das nämlich existiert. Ein ähnlicher Fehler wie damals der Red Ring of Death der Xbox 360. Geführt dazu hat dieses Bild und die Geschichte, die dahinter steckt. So soll das blaue Licht plötzlich rot geworden sein und auf dem Bildschirm die Nachricht erschienen sein, dass die Konsole zu heiß wäre. Ein paar Sekunden, nachdem man die Konsole dann aus der Sicherheitsbox rausgeholt hat, wäre das Licht wieder blau geworden, die Nachricht verschwunden und es hätte alles wieder wunderbar funktioniert. Sony hat sich dazu bereits geäußert und gesagt, das ist ein Fake und Blödsinn. Und ja, es könnte gut Photoshop sein. Aber es besteht nun mal auch die Möglichkeit, dass es wahr ist, denn in diesen Boxen wird es verdammt heiß. Da ist ja keine Lüftung drin oder sowas. Die Möglichkeit besteht also. Eine Gefahr für uns ist es aber vermutlich nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass niemand von uns seine Konsole in irgendeine Box steckt, wo sie dann überhitzen könnte. Davon abgesehen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sowas bleibende Schäden verursachen würde. Einfach aus dem simplen Grund, dass Sony und Microsoft nicht so dämlich wären. Beide haben den Red Ring of Death miterlebt und bei der aktuellen Wirtschaftslage sind Konsumenten nicht bereit, eine zweite Konsole zu kaufen oder einfach so einen Fehler zum Totalversagen zu akzeptieren. Wenn es also einen solchen Fehler bei einer der Konsolen gäbe, würde die entsprechende Firma richtig darunter leiden. Sony und Microsoft wissen das. Ich gehe also davon aus, dass sie alles tun, damit so ein Fehler nicht vorkommt. Und halte das hier entsprechend entweder für einen Fake oder keinen Grund, sich Sorgen zu machen, weil es hier nur in extremen Ausnahmesituationen zu so etwas käme. Dann müssen wir nochmal über die Power der Next Gen reden. Ich habe es schon mal in einem Video angeschnitten und jetzt sieht es so aus, als müsste ich nochmal ausführlicher drüber reden. Denn der Next Gen Sprung wird nicht so groß sein, wie viele erwarten. Ich habe es 1000 Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal. Das wird kein Vergleich zum Sprung zwischen PS2 und PS3 sein, nicht mal ansatzweise. Ebenfalls wichtig, die Wii U wird längst nicht so weit hinter der neuen PlayStation und der Xbox One zurückliegen, wie viele Leute glauben. Da hat nämlich jetzt mal jemand einen Vergleich gemacht und eine Liste zusammengestellt und dabei ist Folgendes rausgekommen. Es gibt mehr Next-Gen-Titel auf der Wii U, die bei 1080p mit 60 Frames per Second laufen, als auf der Xbox One oder der PS4. Die haben es durchgezählt, hier geht's zur originalen Liste. Entsprechend hier mal ganz schnell aufgezählt, auf der Wii U wären das Mario Kart 8, Bayonetta 2, Smash Bros. Für die Wii U, Rayman Legends, Monster Hunter 2 Ultimate und, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen, Wind Waker HD. Letzteres ist nur 30 Frames per Second. Es sind nicht 6, es sind nur 5. Auf der PS4 Killzone Shadowfall. Im Multiplayer sollte es laut Entwicklern meistens 60 Frames per Second haben. Singleplayer schafft im besten Fall 30% und der Multiplayer ist ziemlich arg downscaled.
Dann wären da noch Resogun und Flower, beides Indie-Games, wobei Flower auch schon für die PS3 erschienen ist. Und Drive Club, das hier auch verschoben wurde, peilt 60 Frames per Second an. Entsprechend sind es alles so ähnliche Fälle wie Monster Hunter 3 Ultimate, das hier ein verbesserter Port eines Wii-Spiels ist. Man weiß nicht so, wie stark man die zählen kann. Auf der Xbox One gibt's Forza. Das ist das einzige, das 60 Frames per Second mit 1080p hat. Okay, und Call of Duty Ghosts, aber das wird auch 60 Frames per Second auf der Wii U und der PS4 haben. Kann man also gleich rausnehmen. Wichtig nochmal, das heißt nicht, dass die Wii U stärker ist. Die Wii U ist auf dem Papier schwächer und es ist eine Tatsache. Das macht sie aber nicht gleichzeitig schlechter. Und ebenfalls, das heißt nicht, dass die PS4 oder die Xbox One scheiße oder schlecht werden. Es beweist lediglich, dass ihre Leistung nun mal nicht so stark ist, wie man uns glauben macht. Und es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Wir haben den HD-Standard schon vor 6 bis 7 Jahren mit der aktuellen Generation erreicht. Und die nächste Generation schafft es ja offensichtlich kaum, diesen Standard selber zu bringen. Klar, ihr könnt jetzt wieder rumheulen, bla bla bla. Die auf der Wii U haben ja nicht so viele Shader und Partikeleffekte und Tessellation und Bump Maps und was auch immer und so blub und so fort. Tatsache ist aber, es zeigt, dass die Wii U eine sehr fähige Spielkonsole ist. Und wenn erstmal die Basis an verkauften Konsolen sich erhöht, werden Third Parties, das kann ich euch versichern, auch endlich ihre Spiele darauf bringen. Und diese Spiele werden dann auch entsprechend angepasst werden, dass sie gut auf der Konsole laufen. Die werden längst nicht so unterlegen oder schlechter aussehen, wie viele gerne behaupten. Was fehlt, ist einfach nur die Install-Base. Wenn die Wii U sich besser verkauft, kommen auch die AAA-Titel von Third Parties drauf. Und damit meine ich nicht zumindest wie Dance Dance Revolution, sondern ein richtiger Third-Party-Titel. Himmel, die bringen Battlefield 4 auf die X360 und die PS3. Wenn die das schaffen, schafft die Wii U das lange. Und wo wir gerade von letzter reden, sind wir auch beim letzten Thema. Der geht's nämlich inzwischen besser. Da ist jetzt gerade die Preissenkung und die neuen Bundles und Wind Waker HD rausgekommen und laut den ersten Zahlen scheint das auch ziemlich gut zu laufen. Die Verkaufszahlen im September beispielsweise sind 200% höher als im August. Dabei ist zu beachten, die ganzen Angebote kamen erst ab dem 20. September. Heißt, es waren eigentlich nur 10 Tage im September, die diesen Anstieg verursacht haben, was ziemlich gut aussieht. Davon abgesehen, selbst wenn die Wii U floppt, wie so viele es gerne hätten, ich aber nicht von ausgehe, der 3DS ist jetzt seit dem 5. Monat in Folge die bestverkaufte Spielkonsole in den ganzen USA. Also selbst wenn die Wii U floppt, Nintendo wird nicht untergehen. Sorry Hater, aber das ist die Wahrheit. Und zu allerletzt natürlich das WTF der Woche. Das hat sich diesmal die Sun aus Großbritannien verdient. Wer sie nicht kennt, die Sun ist praktisch das britische Gegenstück zur Bild-Zeitung. Auch vom Niveau her. Die haben nämlich einen wunderbaren und unheimlich ausführlichen und gut recherchierten Titel zu Kybernetik und auch Augenimplantaten gemacht. Dabei berichten sie unter anderem über die fortschrittlichen Augenimplantate der amerikanischen Firma Seraph Industries. Und merkt es, klar merkt es, Seraph Industries existiert nicht. Seraph Industries und übrigens auch das Bild, das sie dort zeigen, stammt aus Deus Ex Human Revolution und ist daher aus einem Videospiel und nicht real. Denn sicherlich, Augenimplantate erreichen so langsam ein ähnliches Level, aber durch Wände schauen wie Adam Jensen können wir leider noch nicht. Was vielleicht auch ganz gut so ist, wenn man so Sachen wie die NSA und Prism bedenkt. Naja, whatever. So, damit sind wir dann auch wieder am Ende des Videos angelangt. Wir sehen uns in ein paar Tagen schon wieder, denn dann kommt das Review für X und Y endlich. Und bis dahin könnt ihr natürlich gerne Meinungen, Ideen, Vorschläge und was auch immer in die Comments hauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch bitte ein bisschen helfen, das Ganze zu verbreiten. Zeigt es meinem Freund oder postet es auf Facebook oder was auch immer. In dem Sinne, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.